Heute herrscht ein wenig Zurückhaltung an der Börse aufgrund der heute beginnenden zweitägigen Sitzung des Offenmarktausschusses der US-amerikanischen Notenbank Fed. Denn da wird es auch natürlich um die weitere Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt gehen und um die Frage, ob die milliardenschweren Anleihenkäufe möglicherweise doch bald gedrosselt werden könnten. Doch wer sagt eigentlich, dass eine leichte Drosselung der Anleihenkäufe am Ende hier die Liquidität wirklich entscheidend schwächen würde? Natürlich muss die US-amerikanische Notenbank aber die Konjunkturstützen weiter bekräftigen und ein klares Signal senden, dass man hier weiterhin parat steht, um den Aufschwung in der Volkswirtschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika zu unterstützen. Das ist natürlich immer ein schmaler Drahtseilakt, den ein Notenbankpräsident beherrschen muss. Und wir Börsianer werden dann ganz genau zwischen den Zeilen lesen, was dann möglicherweise am Mittwoch hier im Ergebnis verkündet wird. Der deutsche Aktienindex notiert aktuell allerdings bei 8.206 Punkten, ganz leicht mit 8 Punkten im Minus. Wir können uns die Commerzbank-Aktie aktuell mal anschauen. Die liegt nämlich mit 1% im Plus bei 7,45 €. Da gab es am heutigen Vormittag die Meldung, dass sich der Betriebsrat der Commerzbank mit dem Vorstand auf die Streichung von 5.000 Stellen geeinigt habe. Die Aktie, wie gesagt, aktuell leicht im Plus. Wir haben einen wahren Bieterwettstreit inzwischen um Kabel Deutschland. Der ist neu entbrannt, seitdem der US-amerikanische Kabelnetzbetreiber Liberty Global sich hier eingeschaltet hat und gesagt hat, nanu, wenn der britische Mobilfunkriese Vodafone hier tatsächlich so großes Interesse zeigt, da werfen wir auch mal unseren Hut mit in den Ring. Und nun hat Liberty Global ein unverbindliches Angebot abgegeben für Kabel Deutschland, so heißt es zumindest in zahlreichen Meldungen, in Höhe von 85 € pro Aktie. Jetzt spekuliert der ein oder andere natürlich drauf, dass Vodafone seinerseits nochmal nachlegen könnte. Der Kabel Deutschland-Aktie hilft. Sie steigt auf ein Allzeithoch von 86,02 €, aktuell bei 85,50 €, immer noch mit 3,7% im Plus. Die anderen Aktien der beteiligten Unternehmen, bei Vodafone, da werfen wir auch nochmal einen Blick drauf, mit 0,5% sogar in London aktuell im Plus. Das könnte damit zusammenhängen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, na, vielleicht lässt ja Vodafone jetzt die Finger von Kabel Deutschland, denn Kabel Deutschland scheint doch recht teuer zu sein und da möchte der eine oder andere Aktionär gar nicht unbedingt, dass man Kabel Deutschland übernimmt und deswegen atmet man möglicherweise hier bei Vodafone gerade ein bisschen auf. Liberty Global hier aktuell am deutschen Markt notiert mit 2,5% im Minus bei 52,80 €.